Lockdown und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Game Dev Tycoon. In der letzten Folge haben wir Cold War noch als letztes produziert. Das ist gar nicht mal so schlecht angenommen worden. Wir wollen natürlich auch ein neues Spiel entwickeln, aber müssen auch ein bisschen in die Forschung gehen. Wir wollen ja auch eine eigene Spielengine hier entwickeln, ne? Gehört ja dazu. Spielhistorie können wir da ein bisschen drauf gucken aktuell. Unser schlechtestes Spiel immer noch natürlich Super Spider Batman. Kosten 46.000, Einkommen 31.000, also ja, da müssen wir nicht drüber reden, dass das nicht gut war. Hier haben wir wegen 54.000 Kosten und 85.000 Einnahmen, also Profit von immer 31.500. Und hier sehen wir es übrigens, Profit minus 14.600. Und das erste Spiel natürlich, City Builder, brachte uns 70.000 gleich ein. Und wie es jetzt bei unserem bestbewertesten Spiel überhaupt ist, mit einer glatten 7, Cold War, da sind wir bei einem Profit von 57.400 aktuell schon. Also das könnte schon ein bisschen besser werden. Heute wurde die Plattform TES von Invento entwickelt, veröffentlicht, Entschuldigung. Und für dieses tolle Ding werden wir unser erstes Spiel jetzt gleich entwickeln. Das war nämlich das Ziel dieser Folge, das ist mein Plan für diese Folge, Inventos TES jetzt ein bisschen zu unterstützen. Gleich als erstes. Wir können Monosound entwickeln, ich glaube aber, das kostet ein bisschen viel Punkte, obwohl, kostet es gar nicht. Packen wir das auch noch mit rein und dann entwickeln wir das erste Spiel für den Invento TES. Da müssen wir aber gucken, was wir da so haben. Cold War wurde vom Markt genommen, 18.680 Einheiten wurden verkauft, 130.000 Umsatz. Ja. Kann man mit leben. So. Plattform wählen wir. TES. Lizenz kostet 80.000. Ja, die bezahlen wir gerne. Genre können wir noch nicht wählen. Dann nehmen wir erstmal. Dann klicken wir mal auf Rollenspiel. Mal gucken. Da gehen wir auf. Ist schwer. Wir gehen auf Zombie. Wir gehen einfach mal auf Zombie und machen daraus ein Actionspiel. Nennen das Ganze, wie es damals wahrscheinlich üblich gewesen wäre, Killer Zombie 2000. Ne, Killer Zombies. Nicht 2000, sondern Killer Zombies TES. Für die Invento TES. So, Actionspiel haben wir gesagt, da ist Gameplay ganz wichtig, die Engine auch und ja, ein bisschen auf Story und Quest können wir ruhig gehen, ja klar. So, wir haben noch 5.700, das heißt, das Spiel muss uns Geld bringen, sonst wird es schwer. Künstliche Intelligenz, ja, hoch, Dialoge eher ein bisschen runter, weil Dialoge, Zombies reden nicht so viel. Es geht ja auch um das Action-Genre und wir hauen jetzt ganz schön Bugs rein. Schade eigentlich. Wir sollten unsere eigene Engine gleich mal entwickeln. Ja, hätten wir machen sollen. Spielwertdesign ein bisschen runter. Grafik hoch, Sound ein bisschen weiter runter. So. Dann machen wir das und gleich entwickeln wir unsere Engine. Das kostet auch wieder ein bisschen Zeit. Dann kommt aus dem roten Bereich. Okay. Also wir können gleich einen Kredit aufnehmen. In Höhe von 50.000. Ich muss erstmal die Bugs fertigstellen. Das muss jetzt ganz schnell gehen, sonst haben wir gleich kein Geld mehr. Jawohl. 12, 15, das sind beides mal neuer Rekord, glaube ich. Jawohl, so sieht's auch aus. Und veröffentliche das Spiel für die Invento TES. Wir sind 15,3 im Minus. Das muss ich jetzt richtig schnell hochballern hier. Dafür muss das ein Top-Spiel werden. Wird es aber nicht, so wie es aussieht. Schade. Naja, es geht. Es hätte deutlich besser sein können. Ja. Wir müssen erstmal gucken, dass wir ein bisschen Geld einnehmen. Ja, hat geklappt. 11.400 im Plus. Auch noch mal ein bisschen mehr verkauft. Okay, wir kriegen sogar Fans dazu. Das ist schön. Das ist ja fancy hier. Okay, eigene Engine herstellen.
Mit 2D-Grafik, lineare Erzählung können wir. Gespeicherter Spielstand. Achso, kostet Geld. Ja, klar. Ist doof. Was wir allerdings gucken können, ist, dass wir hier, während das Ganze sich ein bisschen weiter verkauft, ein bisschen auf Forschung gehen. Und wir machen hier mal ein Krankenhaus. Krankenhaus ist doch mal ganz witzig gewesen. Wenn so an Hospital Tycoon oder sowas denkt, oder hier, ne? In die Richtung. Gab es echt verrückte Spiele. Jawohl, da haben wir es auch schon. Aber wir müssen ein neues Spiel entwickeln, um Geld zu verdienen, sonst wird das nichts. So, Thema Krankenhaus machen wir. Dann machen wir eine Simulation draus und verkaufen das Ganze für den G64 erstmal. Wäre natürlich eigentlich, ist eigentlich Quatsch, ne? Können wir es eigentlich hier, wir verkaufen es mal hier. Auf dem Test. Vielleicht wird das ja was. Das ganze Hospital of Evil. Oh, 2D-Grafik, ja, kann man machen, ne? Textbasiert will ich ja gar nicht machen. Ist ein Riesenerfolg. Jawohl, war klar. Ich liebe die Spiele, die für Tests erhältlich sind, und das Spiel mit einem Controller macht viel mehr Spaß als mit der Tastatur. Ja, das wird sich auch noch ein paar Jahre so weiterziehen. Auch wenn, naja, der PC eigentlich doch immer noch das Beste ist, kann man fast sagen. Finde ich zumindest. Aber wir müssen jetzt gucken. Gameplay. Und Story Quest. Bei Simulation vielleicht ein bisschen höher. Engine ein bisschen niedriger. Gameplay muss da natürlich hoch sein. Zack. Kletterzombies wurden vom Markt genommen. 17.108 Einheiten wurden verkauft. 119.000 Umsatz. Naja. Sagen wir mal so. Viel übrig geblieben ist davon nicht. Dialoge, künstliche Intelligenz runter, Level-Design dafür hoch. So, ja, das gefällt mir. Ah, es geht bei Design schon in eine gute Richtung auf jeden Fall. Grafik können wir hier ein bisschen hochschrauben und das Spielweltdesign. Und das kann man so lassen eigentlich mit den Einstellungen, finde ich gut. Wir können zumindest in Sachen Design, ja, neuer Rekord werden, jawohl. Müssen noch ein paar Bugs ausmerzen. Technologie kriegt auch noch einen Punkt. Ah, komm, den Bug kannst du auch noch rauskriegen. Das weiß ich, du schaffst das. Hospital of Evil. Neuer Rekord hier. Beim Design, wie schon gesagt, beim der Technologie leider nicht. Aber relativ nah dran, muss ich sagen. 2 Punkte hinter Rekord ist noch zu verkraften, auf jeden Fall. So, und da gucken wir mal. Oh, nette Erfahrung. Eine 7 wieder mal. Bisher immer noch das Beste, was wir je gekriegt haben. Das bleibt bisher dabei. Eine 9, fast perfekt von Game Hero. Wow, das ist ja super. Und auch eine 8, Krankenhaus und Simulation ist eine sehr gute Kombination. Jawohl, von All Games. 7, 7, 9 und 8. Da kann man mit dem, das müsste eigentlich gut was bringen im Verkauf. Jawohl, über 10.000 gleich in der ersten Woche. Perfekt. Wir verkaufen ja gleich 50.000 Stück, von wie das so weitergeht. Der Studien weisen darauf hin, dass sich aufgrund des zunehmenden Angebots an Spielkonsolen auch ein Markt für spezialisierte Spiele entwickeln wird. Einige Konsolen werden bei jüngeren Spielern immer beliebter, während andere auf ältere Zielgruppen ausgerichtet sind. Da immer mehr Entwickler auf den Markt drängen, erwarten wir, dass Entwickler in Zukunft zielgruppenspezifischere Spiele anbieten werden, um wirklich erfolgreich zu sein. Das kommt nämlich auch bald. Du kannst nämlich die Zielgruppe erforschen. Habe ich leider nicht auf den Rang geachtet, auf dem wir dieses Spiel rausgebracht haben. Schade eigentlich. Änderung Engine. Vergiss nicht, spezial gefertigte Spielengines zu entwickeln. Ja, vergesse ich nicht. Wollten erstmal ein bisschen Geld sammeln, aber das hat jetzt gut geklappt mit Hospital of Evil. Aktuell, da können wir vielleicht die 50.000 knacken, wenn es ein bisschen schneller vorangeht. Dann gehen wir jetzt erstmal auf die Spielengine ein. Dann 2D-Grafik. Gespeicherter Spielstand natürlich lineare Erzählung Bonus Sound. Packen wir rein. Erstellen die Spielengine Number One. Nach dem massiven Erfolg der Testkonsole gehen Gerüchte um, dass auch Vena, ein anderes japanisches Unternehmen, mein Gott, eine eigene Heimkonsole auf den Markt zu bringen plant. Ja, wer das wohl ist.
Du stellst deine eigenen Spielerengine. Ja, okay. So lange müssen wir halt warten. Können wir so lange zugucken, wie die Zahlen von Hospital of Evil in die Höhe schießen und hoffentlich gleich unsere ersten 50.000er bringen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Es wird ganz knapp davor. Scheitern. 48.360 Einheiten wurden verkauft. Ein Umsatz von 338.555. Das ist doch gut. Da kann man ja sehr gut mit leben, finde ich. Dann gucken wir nochmal, was wir jetzt für ein Spiel... Jawohl, 100k Engine. Investiere über 100k in eine neue Spielengine. Haben wir gemacht. Ja, Glückwunsch. Ja, das machen wir auch. Wir testen die gleich mal aus. Gehen aber hier nochmal auf Forschung, um ein neues Thema vielleicht rauszufinden. Musikspiel wird vielleicht noch nicht klappen. Deswegen machen wir einfach mal alternative Geschichte. Werden dafür aber noch kein Spiel rausbringen. Ich glaube, das wird erst später ein bisschen kommen. Haben wir gesehen, die Vena K wird wahrscheinlich bald rauskommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und wird versuchen, Ninventos, Konsole irgendwie ein bisschen, ja, ins Hintertreffen zu bringen. Stadtsimulation, das wäre cool. Das könnte was werden, vielleicht. Das könnte unser nächstes Spiel werden. Wir werden einfach so wie Astragon. Wir machen nur noch Simulationsspiele. Das wäre mal cool. Jetzt können wir, wenn wir scheitern, können wir es ja machen, dass wir wirklich so nur noch auf Simulation gehen oder so. So Simulationsentwickler werden. Das wäre cool. So. Jetzt müssen wir wirklich ein Spiel entwickeln. Das erste Mal mit eigener Engine. Zack. Thema. Wir nehmen jetzt einfach mal wirklich Stadt und Simulation. Für die TS. Und nennen das Ganze. Ja, City Builder. Nennen es einfach City Builder 2. Ist so quasi die inoffizielle Fortsetzung. Ne, wir nennen es City Builder Test, weil es ist ja ein Testspiel. Das ist einfach unser Erfolg auf der Test. Unser erstes Spiel auf der Test jetzt. So, natürlich jetzt 2D-Grafik V2. Dann schauen wir mal, was war denn hier wichtig? Gespeicherter Spielstand müssen wir natürlich machen, ist klar. Hier so ungefähr, so dass es gleich ist, ungefähr. Ja, jetzt haben wir das eigentlich wieder so hingeschoben, wie es vorher war. Schauen wir mal, wie sich das jetzt auf Design und Technologie entwickelt. Es sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen, nach dem ersten Mal. Ja, auf jeden Fall hier künstliche Intelligenz vielleicht ein bisschen höher, Dialoge ein bisschen höher noch. Fokus immer noch auf die Mitte, auf das grüne Level Design. So, heute wurde die Vena veröffentlicht. Und hier können wir mal ein bisschen zurückdrehen erstmal mit den ganzen Dingern wieder. Monosound natürlich, Grafik und Spielweltdesign. So. Schauen wir mal, Technologie, ja, oh, Design, ja, das ist aber ein... Gar nicht mal so, oh, Design ist ein neuer Rekord und auch Technologie ist jetzt ein neuer Rekord. 18 und 16. Weltweit in Bewegung gebracht, den Markt weltweit in Bewegung gebracht. Branchenexperten meinen, dass die Konsole in Nordamerika nicht sehr gut vermarktet wird. In anderen Teilen der Welt jedoch sehr erfolgreich sein wird. Ja, also lassen wir uns mal überraschen. Noch gibt es die Tests und für die haben wir City Builder Tests rausgebracht. Und dort schauen wir uns jetzt mal an, wie unser Spiel ankommt. Wir haben schon 824 Fans im dritten Jahr, 8. Monat, 11. Woche. 11. Woche im Monat, ja. Kennen wir alle. Und jetzt gucken wir uns mal die Wertung an. Und oh. Ja. Aber es tagelang gespielt. Eine 8, das ist sehr gut. Eine 9, großartiges Spiel. Sehr schön. Eine 8, ich liebe es. Sehr schön. Da bin ich auch zufrieden mit. Noch eine 8. Sehr unterhaltsam. Schön. 8, 9, 8, 8. Ich glaube, das ist unsere beste Bewertung aktuell. Das ist doch gut. 99.000 haben wir noch. Das ist nicht gerade genug, um weiterzumachen. Also ja, schon, aber müssen natürlich ein bisschen mehr machen, ne? Und wir verkaufen aber gut. Wir verkaufen gut das Ding, ey. Das läuft ja. Gehen wir mal auf die Forschung nebenbei. Um das jetzt nicht zu vernachlässigen. Na, da haben wir mal gerade nichts, dann gehen wir auf Zielgruppe.
Ja, ich glaube aber auch nicht, dass das die 50.000 knacken wird. Zielgruppe wurde erforscht. Jawolski. Ich glaube, die 50.000 schaffen wir wirklich nicht. Aber wir können aber mal einen neuen Spielbericht erstellen nebenbei. 8,25 und hier war es eine 7,75. Wir können ja mal hierzu einfach mal den Spielbericht erstellen zu City Builder TS, welches sich nicht ganz so gut verkauft wie unser Vorgängerspiel. Wurde vom Markt genommen. 46.220 Einheiten nur. Schade. Hätte ich mit mehr gerechnet. Casual-Spiele können wir jetzt entwickeln. Lass uns jetzt mal angucken. Ein Profil von 247.000 und hier von 282.000. Schade, obwohl die Bewertung besser ist von dem hier, hat das nicht ganz so viel Verkauf gebracht. Schade eigentlich, aber wir haben Geld gekriegt, das ist schon mal gut. Dass der Gofotore G64 gegenüber anderen PC-Herstellern langsam an Marktanteil verliert. Okay, eine offizielle, okay, ja. Spielbericht, Start und Simulation, eine großartige Kombination. Dialoge scheint für diese Art von Spielen nicht wichtig zu sein. Plattform, Zielgruppen, Übereinstimmung, gut. Finde ich sehr schön. Okay, dann können wir jetzt ein neues Spiel entwickeln, aber das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen und einen schönen Tag noch. Bis dann, euer Telegram und ciao.